Es ist mal wieder soweit. Der November bzw. Movember steht vor der Tür. Unter dem Motto "Ohne Moos nix los" lassen sich die Männer auf der ganzen Welt den November über einen Schnurrbart wachsen. Die Aktion steht ganz im Zeichen der Prostatakrebsvorsorge. Wie der Movember zustande gekommen ist, erklärt uns Lisa Gerke. Movember ist eine Charity-Organisation, die kümmert sich um die Gesundheit von Männern. Die gibt es seit 2003 und es hat alles in Australien angefangen. Und die Jungs von Movember haben sich damals überlegt, es wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee, einen Schnurrbart sich wachsen zu lassen, um Aufmerksamkeit zu generieren, Aufmerksamkeit eben für das Thema Männergesundheit. Und das haben die dann gemacht und das ist ganz schnell ganz groß geworden. Und von Schnurrbart, das heißt Englisch Mustache und die Kurzform davon ist Mo, daher kommt eben auch dieser Titel Movember. In Kanada erfreut sich der Movember deutlich größerer Popularität als hier in Deutschland. Dementsprechend war es mit James Bettauer auch ein Kanadier, der den Anstoß im Freezers-Team gegeben hat. Ich dachte, es wäre eine super Idee, mit dem Team teilzunehmen und etwas Geld einzusammeln. Vor allem auch hier in Deutschland, denn in Kanada ist es schon eine Riesensache. Für den guten Zweck nimmt Adam Mitchell sogar die Ungunst seiner Frau auf sich. Das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, Geld für den Kampf gegen Prostatakrebs zu sammeln. Genau wie das Tragen von pinken Klamotten gegen Brustkrebs. Meine Frau wird vielleicht im nächsten Monat nicht ganz so glücklich sein, sie mag Schnurrbärte nicht so gerne. Aber für den guten Zweck bringe ich gern dieses leichte Opfer. Etwas schwieriger hat sich anfangs Phil Dupuis getan, denn der ist normalerweise Vollbartträger. Nach der Rasur gefiel er sich aber doch ziemlich gut und kündigte mit Freude seine Bartvariante an. Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Dirty Mexican Look. Mitchie versucht es ja schon mit dem Trucker. Mal gucken, was die anderen Jungs so auspacken. Im Moment gefällt mir der Dirty Sanchez schon ziemlich gut. Alles in allem kann man einfach nur sagen, der Movember ist eine super Sache und die Freezers sind stolz, ein Teil davon zu sein. Wer unserem Team beitreten möchte, kann dies gern auf folgender Website tun. www.movember.de. Finden könnt ihr uns dort unter Hamburg Freezers. Außerdem sammeln wir Movember-Spenden bei allen Heimspielen im November.